Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So Alex, heute geht es um das Thema Lenker. Ne? Wir haben ja ganz viele Anfragen gekriegt oder häufiger Anfragen, was wir an diesen Maschinen für Lenker verbaut haben. Und da soll es heute mal drum gehen. Wir zeigen mal ganz kurz hier, das ist eigentlich ein originaler S51 Lenker und das ist eben der, den wir fahren. Und ja, würde ich sagen, gehen wir dafür mal an die Werkbank. Ne? Machen wir. Okay. So Alex, das sind jetzt hier die beiden besagten Lenker, einmal hier der originale und einmal der, den wir an drei Maschinen schon verbaut haben. Den habe ich übrigens schon ganz schön lange im Keller liegen, ich weiß nicht, irgendwie 8 Jahre, 9 Jahre, aber ich glaube, den gibt es noch. Und zwar bei dem bekannten großen Motorradversandhaus. Ja, weiß wahrscheinlich jeder, was gemeint ist. Also nicht dieses etwas kleinere Motorradversandhaus, sondern das richtig große. Ne? Ja, also diesen Lenker finden wir persönlich ganz gut, weil der originale Lenker mir einfach ein bisschen zu hoch ist. Und er ist mir auch ein bisschen zu schmal. Und ja, da waren wir auf der Suche, haben geschaut, was kann man verwenden, was ungefähr. Also die originale Optik jetzt nicht unbedingt verändert, weil man kann ja auch jetzt so ganz breite Enduro-Lenker oder Superbike-Lenker drauf machen. Aber wir haben halt einen gesucht, der ja von weitem eigentlich original aussieht, aber trotzdem halt eine bisschen bessere Sitzposition dann ermöglicht. Ne? Und dieser Lenker ist ein Superbike-Lenker von der Firma LSL, kann man hier mal zeigen. Das Ding hat sogar eine KBA-Nummer. Es ist auch eine ABE dabei. Kann ich mal ganz kurz zeigen oder mindestens so ein Eintragungsgutachten. Also es sollte eigentlich wohl kein Problem sein, den Lenker eintragen zu lassen. Mal gucken, das ist schon lange her, dass ich da reingeguckt habe. Anbauanleitung. Ja, hier, da sind die ganzen TÜV-Sachen. Also auf jeden Fall möglich, denke ich mal, sowas eintragen zu lassen. Ansonsten fährt man damit halt einfach. Ist ja auch kein Problem, sieht ja kaum einer. Und von der Festigkeit her ist er natürlich super, weil er halt aus dem Motorradbereich ist. Man muss halt nur eins machen, man sieht jetzt schon, dass dieser Lenker ja, wesentlich breiter ist. Also von der Neigung her ist er fast wie der Originale, wie man sieht. Das nimmt sich nichts. Und von der Höhe her ist er natürlich ja, so 4 cm ungefähr tiefer. Also man sitzt da wirklich richtig gut drauf. Nur du siehst, Alex, es ist wirklich zu lang. Ne? Das heißt, wer es mag und die ganzen Bautenzüge umbauen will, der kann natürlich auch die Enduro-Züge nehmen. Dann sollte das eigentlich noch funktionieren. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben auf jeder Seite am Ende, muss ich mal ganz kurz messen, ich glaube 50 mm circa, 53 sind das jetzt. Das war damals, glaube ich, bei der einen Maschine, wo ich den abgesägt habe, hier etwas viel. Also ich denke mal so um die 40, 45 mm sollte man absägen, damit man hier mit den Armaturen nicht in diesen Knickbereich kommt. Weil du siehst auch, dass der Knick bei dem Originalen halt sehr weit nach innen geht und der Knick aber sehr weit draußen ist. Und du brauchst ja hier dann noch entsprechend den Platz halt für die Armatur. Also nicht, dass er euch das, wenn ihr das machen wollt, hier zu kurz absägt und dann habt ihr hier Probleme, dass er hier in diesen Knickbereich kommt. Also das kann man sich ja vorher dann nochmal richtig ausmessen, wie man das dann haben möchte. Ne? So, dann messen wir nochmal ganz kurz hier den Durchmesser. Also der Originale hat, mal messen, 22,07. 07 ist wahrscheinlich der Chrom, ne? Könnte gut sein, ja. Und der Motorradlenker, der ist ein bisschen breiter, der hat 22,23. So, also die, ja, ungefähr, also knapp 2 Zehntel mehr. Also manchmal passt das mit der Gasarmatur, ansonsten muss man in diesem Bereich dann entsprechend ein bisschen abschmirgeln oder abschleifen und dann vernünftig fetten und dann geht das auch. Also einmal hat es, glaube ich, geklappt und den gibt es auch nochmal als Aluminiumlenker. Das ist ja hier Stahl verchromt, wie der Originale auch. Und den gibt es halt auch nochmal als Aluminiumlenker in der gleichen Form. Ja, der Lenker heißt L01 von LSL. Und ja, wie wir finden, ein schöner Lenker und wir fahren den ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ne? Okay, nicht vergessen, Werbung. Ja, das war's. Wollten wir euch mal zeigen. Ciao. Ciao.